jetzt ein Schnitt, finde ich weird. Es war die ganze Zeit kein Schnitt. Und jetzt plötzlich? I am sorry, aber I don't believe it. Also an dieser Stelle muss man auch einfach mal sagen, wenn einem etwas nicht gut gefällt. Ich würde gern mit euch auf ein kurzes Video reagieren, welches höchstwahrscheinlich fake ist, aber total krank. Es wurde mir zugetragen. Es ist ein Video, wo angeblich jemand in einem Lost Place 4 Tote gefunden hat. Also das kann man sich nicht ausdenken, ja. Richtig krank. Und hier reden wir ja nicht von irgendwelchen paranormalen Sachen, sondern von halt Sachen, die also das übersteigt alle meine Vorstellungskräfte, in den Lost Place zu gehen und da 4 Leichen zu finden. Wir schauen auf jeden Fall mal zusammen rein, gucken ein bisschen, analysieren das Ganze. Let's freaking go! 4 dead bodies found, dog finds bodies exploring gone wrong. Mich triggert, dass das hier ein Leerzeichen zwischen ist, beziehungsweise 2. Aber egal, let's go. Come on, Diggy, so. Come on. Come on. Come on. Bloody exploring, come on. Ja, komm. Good boy. Also Leute, mit Tieren kann man in Videos immer Pluspunkte sammeln, oder? Das ist die Idee. Ich schaffe mir einfach irgendein Tier an, was wir immer auf Lost Place Tour mitnehmen. Und dann habe ich gar keine Hater mehr. Baue ich da einfach einen Hund ein und plötzlich mögen die Leute mich. So machen wir es. Diso. Good boy. Good boy. Yeah. Come on, boy. First time exploring, mate. Also er geht jetzt auf Lost Place Erkundungstour mit seinem Hund. Verstehe ich das richtig? You eating grass again? Bloody hell. Also ich muss direkt sagen, muss ich ehrlich sein, no hate an dieser Stelle und jeder soll natürlich machen, was er möchte, aber ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, ich bin absolut der Meinung, dass wenn man mit einem Hund auf Lost Place Tour oder so geht, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man vielleicht dem Hund irgendwas zum Schutz für die Pfoten oder so anzieht, das ist irgendwie das Mindeste. Alter, das ist halt echt krass, da können ja überall Scherben und so drin sein. Wundert mich, dass der seinen Hund da einfach so reinlaufen lässt, oder? Wenn man auf dem Lost Place gehen will mit seinem Hund, was schon vielleicht fraglich an sich ist, aber ich sag mal, wenn man es machen will, dann wenigstens einen Schutz anziehen, oder? Was denkt ihr? Wird niemals mein Wuffel da reingehen wegen Glas und so und an die Leine nehmen, ja? Stimmt, an die Leine ist auch eine bessere Idee, weil ganz ehrlich, es kann ja auch sein, dass da irgendwo mal ein Raum ist, der einsturzgefährdet ist oder so. Also das ist schon leichtsinnig, oder? Seinen Hund da einfach so ohne Leine und ohne Schutz für die Pfoten reinrennen zu lassen? Krass, Alter, das finde ich schon mal ein bisschen scheiße. Ups. Turn some light on. Okay, okay. Oh wow. Is this me and you, boy? Kann ich mir gar nicht geben. Irgendwie tut der Hund mir leid. Also ich meine, es ist ja übelst süß und alles, aber trotzdem, ist irgendwie, denke ich mir, der braucht nur einmal in eine Scherbe treten. Ah, naja, okay. Ja, ich glaube auch, der Hund ist noch ein bisschen jünger. Der sieht nämlich auch so sehr verspielt aus hier, ne? Stimmt. Who is it, boy? What are you sniffing, boy? Also Whoops. Süß ist es, ja. Süß ist es. Aber auch hier, du hast hier überall Schimmel und so an den Wänden und Hunde haben nochmal eine ganz andere Nase, als wir Menschen es tun und bewegen sich ja teilweise auch nach ihrem Geruchssinn fort. Finde ich auch irgendwie ein bisschen grenzwertig, weiß ich nicht. You onto summit? Where is it, boy? Come on, Diesel. Rattengift, stimmt, gibt's auch oft.
Hallo? Hallo? Ist mal inne? Im Schrank? Er geht so zum Schrank, ist someone in there. Weißt du, bei jedem Raum könnte jemand drin sein, aber er läuft zum Schrank, der vollkommen abgebrannt ist und fragt, ob da jemand drin ist. Hä? Okay. This place is very moldy. Is it, boy? What are you sniffing? Huh? Are you taking a wee? Seriously? Come on. Okay. Well. Also ich weiß bis jetzt noch nicht ganz, ob ich das alles süß oder komisch finden soll. Was mit euch? Was denkt ihr? Just took a piss inside an abandoned house. Cut the mold on the door. Where are you going, boy? Down there. Was hat er denn da? What the hell have you got in your mouth? Is that a lampshade? Well, me and Diesel are just out exploring tonight, so I thought. Der Hersenbeek schreibt eher unverantwortlich. Ja, ich sehe es ähnlich. Also Sachen, die man selber schon nicht anfassen möchte, weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist, die seinen Hund in den Mund nehmen zu lassen. I'd get him on video. Introduce him to you guys. He's having a good sniff around. That's definitely black mold. Schwarzer Schimmel auch schon, Alter. Okay, also ja. Das ist, ja, ich hab dir Bescheid gesagt, aber ich wusste auch nicht, dass du jetzt sofort kommst und plötzlich wieder neben mir stehst. Ich höre nicht, wie die Tür aufgeht. Also ehrlich. Das muss aufhören. Du bist nicht normal. Ehrlich, ich bin. Was mach ich denn? Rein, einfach neben mir stehen. Hä? Anklopfen. Das hörst du doch gar nicht. Doch, das würde ich sogar wahrscheinlich eher hören. Das hörst du nicht. Alter, ist echt. Ey, Schatz, hier ist ein Typ. Du kennst dich doch auch ein bisschen mit Hunden aus. Der rennt einfach mit seinem Hund in Lost Place, wo schwarzer Schimmel überall an den Wänden ist. Der lässt ihn da einfach so rumrennen, ohne Leine. Normalerweise gibt es dafür extra so Schuhe, so Hundeschuhe. Ja, also du sagst auch, geht zu weit, ist irgendwie weird. Ja, keine Ahnung, jetzt auch nicht nur wegen dem Hund, sondern irgendwie doch auch, keine Ahnung, meistens in solchen Orten, ja gut, ich weiß nicht, wie runtergekommen das ist, aber schlafen ja auch Obdachlose und so, ja. Weißt du? Und dann den Hund einfach frei rumlaufen zu lassen, ist ja irgendwo deren Zuhause, finde ich das irgendwie schon assi. Okay. Nee, wollte nur mal deine Meinung wissen. Danke. He's having a good sniff around. Guck mal hier, schwarzer Schimmel. It's even got creepy crawlies on it. What the hell was that? Was denn? What the hell was that? Hat man nicht so gehört? Who's it, boy? Diesel. Bisher ist kein Schnitt in dem Video, ne? Ist mir mal aufgefallen, oder? Oder habe ich was übersehen? Sense thing, so. Dude is out. Spiritual in here. I have no doubt in my mind that Diesel will pick it up straight away. He's having a good mooch. He's having a good run. Danke, der Minsa.
Is it, boy? Ja, ich denke mal mit dem Schimmel, das muss krass sein für den Hund. Hier unten ist schon mit. Mal sehen, boy. Doch, da war ein Schnitt drin, habt ihr es gesehen? Guck, achtet, wenn er rauskommt. Alter, okay, also jetzt ein Schnitt, finde ich weird. Es war die ganze Zeit kein Schnitt. Und jetzt plötzlich ein Schnitt, also die Szene nochmal neu aufgenommen anscheinend. Where are you going? What's up? Where are you going, boy? Where is it? It's like you're leading me to summit. Where is it, boy? Uh-huh. Hey, don't go in there. Misa, nochmal danke dir. Hey, Diesel. Diesel. Aber dafür ist die Leine gut, ne? Der Hund rennt einfach irgendwo rein und man weiß nicht, was mit ihm ist, ne? Da könnte ja jetzt wer weiß wer stehen. Diesel, what are you doing, boy? Juch. What the fuck? What the hell? Alter, also... Alter, hä? Und da lief der Hund da noch auch drauf. Ja, ist halt echt so, ne? Das ist das genau, was ich sagte. Er geht rein und dann zensiert er es. Also, Alter. What the hell? Und dann geht er rein. Oh my God. Hello? What the hell? Oh my God. Diesel, Diesel. Come on. What the hell? We need to get the police, Diesel. What the hell? Das war's? Das war's? Kein Statement, nichts, gar nichts mehr danach? I am sorry, aber I don't believe it. Viel zu überzogen. Und die ganze Reaktion, also erstmal der Schnitt, der mir aufgefallen ist, der ist mir direkt aufgefallen, ganz komisch. Und dann, Leute, ey, sorry, aber Blut nach einer Zeit wird braun. Das macht gar keinen Sinn. Also von den Farben her. Dann, warum zeigt er das hier, aber danach nicht? Dass hier jemand sein Gewehr zurücklässt, macht auch keinen Sinn. Das Ende ist ganz komisch. Also, was ich halt krass finde, Leute, ich gehe jetzt persönlich einfach mal wirklich davon aus, dass das Fake ist. Aber, Leute, ey, das ist ja nochmal eine Hausnummer kranker, als irgendwie zu inszenieren, dass irgendwas Paranormales passiert. Alter, der inszeniert hier einfach, dass 4 Tote hier gefunden worden sind. Das eine sieht sogar aus irgendwie wie, weiß nicht, eine Babyleiche oder keine Ahnung. So oder so, komplett krank. Ey, ich guck mal auf seinem Kanal. Was macht er noch für die Videos? Warning, the most terrifying video on the planet. Fucking hell! Okay, ich glaube, Leute, brauchen wir auf die anderen Videos noch eingehen? Ich weiß es nicht. Also jedes zweite Video heißt hier irgendwie the scariest video ever recorded. Leute, also... I'm sorry, aber I don't believe it. Terrifying real ritual captured. Real dead body found vor 6 Monaten. Ey, Leute, ich mach seit fast 10 Jahren Lost Places, ne? 8 Jahren, um genau zu sein. Seit 2014 kam mein erstes Mysteries. Und ich hab nicht einmal sowas Krankes in die Richtung gesehen. Und er will in jedem zweiten, dritten Video sowas entdecken. I don't believe it. Und ich sag euch ehrlich, ich finde, das ist sehr, sehr krass, das sowas mit Toten zu inszenieren.
Also da hört es auch echt auf irgendwie. Mal ganz davon abgesehen, dass ich schon uncool finde, mit seinem Hund ohne irgendeinen weiteren Schutz da reinzurennen. Ganz ehrlich, an dieser Stelle. Also an dieser Stelle muss man auch einfach mal sagen, wenn einem etwas nicht gut gefällt. I'm sorry. Alleine schon für den Hund. Was haltet ihr davon?